Hier sind wir zu Gast in der Modellmalerei und der Dekorentwicklung. Hier werden also die Figuren angemalt. Hier bekommen sie ihre ganz besonderen Farben. Eine Frau, die uns da ganz viel drüber berichten kann, ist die Sabine. Und sie haben wir eingeladen, uns zu berichten, was sie da genau tut. Servus Sabine, grüß dich. Hallo Geoffrey. Sabine, wie der Name schon sagt, sind wir hier in der Mustermalerei. Das heißt, hier entstehen Muster und sie werden auch dementsprechend mit Farbe versehen. Das heißt aber im Umkehrschluss, die Figuren kommen erstmal weiß hier bei dir an. Genau. Wir sehen ja hier die weißen Figuren. Da habe ich jetzt die ersten Stücke. Und das ist jetzt das allererste Stück, was in bunt jetzt hier von mir bemalt worden ist. Das heißt, ich male die Erstmuster, ich bringe die erste Mal die Farbe hier auf die Figur. Das sind ja ganz besondere Farben, die hier verwendet werden. Wer legt denn die Farben fest? Im Normalfall sind sie ja schon festgelegt. Schwester Maria Innocentia hat ja diese Zeichnungen angefertigt und da ist ja die Farbigkeit schon vorhanden. Das heißt, ich gehe dann her, schaue mir die Figur an, welche Farben sind da drin vorhanden. Das ist unterschiedlich, manchmal hat sie mehr mit Kohle gearbeitet, manchmal mehr mit Farbe. Hier habe ich es relativ einfach, hier sind die Farben schon vorgegeben und da kann ich dann genau hergehen und kann sagen, die Hose hat einen Braunton mit ein bisschen Grün drin oder die Jacke, die ist mit verschiedenen Farben gemacht, dann nehme ich diese Farben. Was anderes ist es bei Interpretationen, das heißt, wenn die Idee hier in unserem Hause entsteht, dann bin ich natürlich gefordert und muss diese Farben im Sinne von Maria Innocentia dann auch festlegen und ich sage dann, welche Farben da in diesem Stil dann da an diese Figur rankommen. Diese speziellen Farben, die hier verwendet werden für die Figuren, werden die denn auch hier im Haus gemischt? Genau, das ist richtig. Ja, wir haben hier eigene Farbkammer, nennen wir das. Und hier werden die Farben aus verschiedenen Metalloxiden und verschiedenen Glaszusätzen, werden die bei uns im Hause gemischt. Wir haben also unsere eigene Palette, die speziell nur für die Hummelfiguren hergestellt worden ist. Und ich darf annehmen, dass die Mischung dieser Farben natürlich geheim ist hier im Haus. Ja, genau. Diese Rezepturen dürfen natürlich das Haus nicht verlassen, weil wir wollen ja diesen Stil nur bei uns hier im Haus, wollen wir den behalten. Wie lange dauert es denn, bis so ein Muster fertig gemalt ist? Das ist natürlich schon sehr aufwendig. Ne? Ich muss ja genau überlegen, welche Farben rankommen, wie viele Farben ich für den einzelnen Durchgang nehme. Das heißt, ich mache die Figur ja auch komplett fertig. Ich male erst die ganzen Gesichter an, die Augen, Augenbrauen, die Lippen, die Nasenpunkte. Anschließend wird sie noch gespritzt, die Figur. Die ganzen Fleischteile, die werden mit einer Airbrush-Pistole werden die aufgebracht. Dann muss ich sie auch das erste Mal brennen. Vorher kommt noch ein Elfenbeinüberzug, das sieht man hier unten. Dann kann ich erstmal in die Bemalung gehen und bei so einer großen Figur ist es natürlich sehr aufwendig. Da muss ich auch noch einen Zwischenbrand mit einplanen, weil ich könnte sie irgendwann sonst nicht mehr anfassen, diese Figur. Das heißt, ich male erstmal nur die Figuren, das andere lasse ich erstmal weiß, brenne die nochmal bei 640 Grad und bemale dann den Rest weiter, bis sie dann fertig ist. Und das kann dann schon mal dauern, so eine Figur, dass ich eine Woche damit beschäftigt bin. Das ist ja in der Tat, Sabine, wenn man so möchte, höchste Handwerkskunst. Und um diese Kunst sozusagen umzusetzen, braucht man natürlich dementsprechend Handwerkszeug. Kannst du uns ein bisschen erklären, was wir hier alles sehen, was du vor der Nase hast sozusagen? Ja, wir haben hier ein ganz spezielles Fehhaar, das ist ein sibirisches Eichhörnchen und dieses Haar, das gibt uns genau die Elastizität, die wir brauchen, um die Farbe auf die Figur draufzubringen. Ich brauche natürlich ganz verschiedene Größen, man sieht jetzt hier was Größeres, wie jetzt aber für die Lippen brauche ich natürlich so einen ganz kleinen Lippenpinsel, damit ich auch wirklich diese ganzen Feinheiten genau malen kann. Des Weiteren nehme ich hier diese Schweinsborstenpinsel, weil ich ja den einzelnen Farbstrich nicht mehr sehen möchte von dem Pinsel und deswegen wird dann anschließend mit diesem Borstenpinsel wird es verarbeitet. Wir schneiden die uns auch selbst, jeder Maler macht die sich selbst mit einer Schere, werden die ganz schräg angeschnitten, damit wir diese spezielle Technik, die wir hier auf den Figuren haben, dass wir die dann auch zum Ausdruck bringen können. Sabine, gerade bei dem Modell, das wir hier sehen, gibt es da Besonderheiten, die man beachten muss? Ja, also die Figur, die ist jetzt wirklich sehr aufwendig, gerade dadurch, dass dieses Wegkreuz hier vorne steht. Also ich komme ganz schwierig an manche Stellen ran. Das heißt, ich brauche dann schon manchmal Pinsel, die ich wirklich auch von abknicken muss, damit ich an manche Stellen überhaupt rankomme. Ne, weil mir immer dieser Wegweiser immer im Weg ist, dass ich dann an manche Stellen einfach nicht mehr so gut rankomme. Das kommt mir auch bei den Augen, ist es sehr schwierig, dass ich hier das Auge, ich muss halt hier die Feder sehr weit hinten halten, damit ich überhaupt hier an dieses Auge komme und dieses Auge da reinmalen kann. Das ist die Schwierigkeit bei der Figur.
Wenn das Modell im Entstehen ist, da bin ich auch schon mit in den Entstehungsprozess involviert. Das heißt, die Modelleure kommen auf mich zu und fragen mich, komme ich da überhaupt hin mit dem Pinsel? Habe ich die Möglichkeit, die zu bemalen? Und wenn es dann nicht so ist, dann muss es einfach auch im Modell dann schon geändert werden. Also das muss man schon im Modell, werde ich da schon mit involviert, dass man sagen kann, später in der Fertigung gibt es dann da auch keine Probleme. Sabine, was passiert denn nun mit diesem fertigen Modell, wenn es tatsächlich hier den Raum verlässt? Das erste Stück kommt natürlich jetzt erstmal ins Kloster zum Genehmigungsprozess. Ob Sie vielleicht kleine Änderungen haben möchten, die muss ich natürlich dann noch vornehmen. Anschließend kommt sie zu mir zurück. Ich vervielfältige sie dann für die Fertigung, mache Arbeitsmuster draus, die werden auch alle plombiert und anschließend kommt dann die Figur in die Fertigung. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir für das ganz freundliche und informative Gespräch. Gerne. Und bei uns, meine Damen und Herren, geht es nun weiter rüber in die Fertigung.